Hallo und herzlich willkommen bei Einsteiger TV, dem Magazin rund um Cottbusverkehr. Ich stehe heute hier am Bahnhof Sandower Dreieck, dem Dreh- und Angelpunkt unserer Cottbusser Parkeisenbahn. Hier wurde in den vergangenen Wochen ganz fleißig geputzt, die Gleise vom Laub befreit, Blümchen gepflanzt, so alles auf Vordermann gebracht, damit die Parkeisenbahn vergangenen Donnerstag in ihre neue Saison rollen konnte. Und diese Saison gibt es exklusiv eine ganz besondere Eventfahrt. Frau Olari, was haben Sie sich denn da für unsere Fahrgäste einfallen lassen? Ja, ein ganz tolles Event und diesmal nur für erwachsene Gäste. Wir machen immer ganz viel für Kinder, aber es gab eine große Nachfrage nach einer Veranstaltung nur für Erwachsene. Und da haben Sie sich die sogenannte Gondelfahrt einfallen lassen. Was beinhaltet denn diese Gondelfahrt? Also die Gäste werden mit unserem schönen Salonwagen zum Fürst-Pückler-Park gefahren und dort von Fürst und Fürstin Pückler in Empfang genommen und können dort eine Gondelfahrt und eine Besichtigung des Schlosses machen. Das heißt, es gibt zwei Fahrten an einem Tag. Das ist der 20. Mai um 13 oder um 15 Uhr. Und gibt es denn noch Karten für dieses Event? Richtig, die bekommen Sie exklusiv nur bei der Parkeisenbahn. Und es sind auch noch Karten vorhanden, aber bitte nicht zu lange warten, denn wer zu spät kommt, kann nicht mitfahren und das wäre schade. Was bezahle ich für eine Karte? Ja, die Karte kostet 29,90 Euro pro Person. Aber das allerhand inbegriffen. Dann brauchen wir ja nur noch schönes Wetter. Jawohl, und ich habe auch noch nicht alles verraten, weil es soll ja auch noch ein bisschen interessant bleiben. Dankeschön. Die Gondelfahrten finden am 20. Mai jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr ab Bahnhof Sandower Dreieck statt. Die Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der Cottbusser Parkeisenbahn. Manch ein Technikbegeisterter oder Fan von Schienenfahrzeugen hat vielleicht schon mal einen Beruf als Eisenbahner in Betracht gezogen. Wer in diesen Berufszweig mal hineinschnuppern möchte oder sich mal ausprobieren möchte, der kann sich gern beim Verein zur Förderung der Parkeisenbahn engagieren. Und ich treffe heute mal jemanden, der sich damit bestens auskennt. Herr Jess, Sie sind hier in dem Verein für die Jugendarbeit zuständig. Was gibt es denn hier Besonderes für Eisenbahnbegeisterte? Der Förderverein der Cottbusser Parkeisenbahn bietet vielen Jungen und Mädchen aus der Region verschiedene Facetten an Eisenbahn zu erleben. Zum Beispiel, wer besonders Technik interessiert ist, fühlt sich bestimmt bei unseren historischen Wagen und Lokomotiven besonders wohl. Wer auch schon immer mal hinter die Kulissen von Eisenbahnen schauen wollte, der wird sich sicherlich auch bei unserer Stellwerkstechnik wiederfinden, die wir hier bieten können. Die Stellwerkstechnik bei der Parkeisenbahn und ist historisch, wie auch die Fahrzeuge. Und hier sind wir besonders dankbar für die Kooperation mit der Deutschen Bahn, die es uns ermöglicht, die Anlagen hier zu erhalten und natürlich auch verschiedene Türen öffnet für unsere Kinder und Jugendlichen, die sonst verschlossen bleiben bei der großen Eisenbahn. Und am 15. Juli gibt es hier auch einen ganz besonderen Tag. Da gibt es den zweiten Tag der Technikfaszination. Was können Sie mir denn dazu noch sagen? Dieses Jahr steht der Tag der Technikfaszination unter dem Motto Hobby, Beruf, Eisenbahner. Es werden sich an diesem Tag viele namhafte Unternehmen aus dem Schienenbereich hier bei der Parkeisenbahn präsentieren und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Also wer interessiert ist in technischer Ausbildung, bei der Eisenbahn zum Beispiel oder auch bei Cottbusverkehr, ist hier an diesem Tag herzlich willkommen. Super, vielen Dank. Zum Thema Ausbildung gibt es auch hier direkt bei Cottbusverkehr viele Informationen. So öffnet zum Beispiel Cottbusverkehr am 27. April zum Zukunftstag für alle interessierten Schüler die Türen. Anmeldungen sind auch noch möglich und zwar bis zum 26. April unter der unten eingeblendeten Internetseite. Heute ist eine Gruppe Vorschulkinder bei Cottbusverkehr zu Besuch. Innerhalb der Verkehrserziehung in der Vorschule des Kindergartens lernt man hier, worauf man als Fahrgast einer großen Straßenbahn oder eines Busses achten muss, dass man sich am besten einen Sitzplatz sucht oder wo man seinen Fahrschein entwertet. Die Kinder sehen hier auch, wo die Fahrzeuge gereinigt und repariert werden. Besonders spannend wird es für die Kleinen, wenn es mal darum geht, sich selbst ans Steuer so einer Straßenbahn zu setzen und auch vielleicht mal die Klingel zu betätigen. Kannst du dir vorstellen, Straßenbahnfahrer mal zu werden und vielleicht deine Mama, Oma und Opa hier durch die Stadt zu fahren? Ja. Was findest du denn besonders spannend hier? Das Klingeln. Das Klingeln? Na dann klingel mal nochmal.
Was gefällt dir denn hier an der Straßenbahn am besten? Klingeln. Möchtest du mal Straßenbahnfahrer werden? Kannst du dir das vorstellen? Ja. Super, das ist ein toller Beruf. Super. Du, und wir haben gar nicht nur Straßenbahnfahrer, sondern wir haben auch Frauen, die Straßenbahn fahren. Kannst du dir auch vorstellen, mal Straßenbahnfahrerin zu werden? Ja. Super. Was findest du denn spannend hier an der Straßenbahn? Das Klingeln. Die Klingel? Wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere Straßenbahnfahrer von morgen heute hier mit dabei gewesen. Und das war Einsteiger TV für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.